So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mal kein Livestream. Ich habe ja gesagt, ich wechsle mich immer ab. Heute ist Videotag und heute ist wieder mal was sehr Lustiges passiert. Ich habe auf Twitter eine Nachricht von Peter Ejer bekommen, wo man mich direkt mit verlinkt hat und ich habe natürlich darauf auch sofort reagiert. Was letztendlich passiert, sieht man hier unten schon. Aufgrund meiner Reaktion wurde ich von Peter Ejer blockiert. Vorab habe ich noch auf Facebook gewitzelt, nicht dass wieder Turbo Eddy gleich wieder losstürmt und eine Nachricht an Peter Ejer schickt mit der Nachricht, bitte nicht antworten. Das hat er ja schon mal gemacht bei anderen Tierrechtsorganisationen. Aber schauen wir uns mal an, was Peter Ejer von mir wollte und wie ich darauf dokumentiert habe. Ich werde das jetzt einfach mal immer live übersetzen lassen. Also Peter besucht die Einrichtung des Affendrainats. Vielleicht interessiert es Sie, was wir dokumentiert haben. So, daraufhin habe ich dann geantwortet. Das muss jetzt ein bisschen umständlich, weil ich kann den Tweet ja nicht mehr öffnen, weil ich blockiert bin. Aber er wurde ja schon retweetet. Ich habe dann geantwortet, sehen wir wieder nicht so, dann mache ich das für euch gleich mal so. Sie hören nur negative Dinge von Peter. Gibt es eigentlich keine positiven Haltungsbedingungen oder ist Peter gegen alles, was mit Tieren zu tun hat? Warum finden Sie auf YouTube Dokumentarfilme, die genau das Gegenteil von dem zeigen, was Peter Ejer sehen möchte? Darauf spiele ich an. Wir hatten uns ja im Livestream mal das Thema mit den Affen in Thailand angeschaut, die Kokosnüsse dort pflücken. Und auf diese Videos habe ich dort eben angespielt. Und darauf, gleich darauf folgend habe ich dann noch einen zweiten Tweet abgesetzt. Die Fakten von Peter werden wahrscheinlich hier enthüllt. So funktioniert Peter. Geld wird für Tierquälerei bezahlt. Daraufhin habe ich diesen Link hier eingefügt, wo es darum ging, wo eben nachgewiesen wurde, dass ein netter Tierrechtler, es geht um diese Person hier, Matsching, der hat in Indonesien einen Metzger auf so einem Markt, auf einem Tiermarkt bezahlt, damit der Metzger oder der Fleischer, wie man ihn dort betiteln sollte, eben einen Hund bei lebendigem Leibe verbrennt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das habe ich eben gepostet und daraufhin kam dann von Peter, dann, muss ich das nochmal anschauen, auf Peter Ejer geht, du wurdest blockiert. Ja? Also eine simple Argumentation ist man überhaupt nicht in der Lage. Man kann nicht mal argumentieren oder die Fragen beantworten. Das war ja auch nichts Schlimmes. Man hätte auch sagen können, nein, das war nicht so oder das ist nicht so. Aber hier kann man wohl wieder davon ausgehen, dass Turbo Eddy alias Dr. Edmund Haferbeck dort eben seine Fingerchen im Spiel hat und wieder seine Lieblingsfreunde auffordert, mit mir nicht in einen Dialog zu treten, weil sie wahrscheinlich nicht in der Lage sind, meinen Argumenten zu widersprechen oder in irgendeiner Weise diese zu widerlegen. Das ist Peter live. Okay, das soll es gewesen sein mit dem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Kommentar unten in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal, wir sind bei 335 Abonnenten derzeit. Liked das Video und bis morgen wieder zum neuen Livestream ab 16 Uhr hier auf diesem Kanal. Tschüss, bis morgen!